Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transroad USA hier aus C-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben, oder ich habe jetzt hier bei dem Kühlfrachter hier unten nochmal ein kleines Pimp reingebracht. Ich hoffe, dass ich diesen Auftrag diesmal erledigt bekomme. Zeitlich müsste es eigentlich klappen, weil ich glaube, ein LKW ist gerade sogar auf dem Rückweg, hätte ich gesagt. Nein, ist er nicht. Beide auf dem Hinweg, okay. Gut, dann verlieren wir da schon mal mindestens 2 Tage. Ich hoffe aber, dass sie es einfach durchkriegen, dass wir da Pittsburgh, New York und dann unseren hier unsere Chemiefabrik noch weiterhin gepusht kriegen. Wir sind schon auf Level 2, das finde ich schon mal ganz okay. So, jetzt haben wir natürlich was gekriegt, wird das stabilisiert, naja gut, okay. Das sollte sich durchaus, das kann sich ruhig stabilisieren, wir haben ja jetzt eigentlich die Bonis durch diese Fabrik hier. Level 2 bei 18 Rufpunkten, okay, was schalten wir denn da frei? Fünferfahrt und Chemikalien, okay, dann brauchen wir natürlich Tank. Die Konzession haben wir noch gar nicht. So, aber da hat sich irgendein Vertrag hier, da haben wir eigentlich rechtzeitig hingekriegt. Pause. Wir brauchen mal New York City nach Boston, 3 Fahrten, das nehmen wir. Ja. Dann nehmen wir das Plastik. Dann gleich mit. Achso, und dann war jetzt auch der andere, der das da abliefert. So, da haben wir dann wieder 2 Punkte dazu gewonnen. Sehr gut. Boston, New York City. Haben wir noch New York City, Boston, 3 Fahrten. Nehmen wir den gleichen Auftrag wieder. Nicht mal das schlimm. Vor allem pushen wir damit beides, ne? Und der Ark bringt hier auch noch was vorbei. Und dann bringt 4300. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. So, da ist der nächste Auftrag erfüllt. Jetzt haben wir New York City, Boston. Jetzt müssen wir mal kurz von Boston nach New York City. Haben wir da was Schönes? Wir könnten natürlich auch. Moment, wir könnten ja mal nach diesen Aufträgen hier gucken. Nach unseren Aufgaben. Wir sollen 2 Aufträge rechtzeitig nach Montpellier abliefern. Dann haben wir hier Boston, Montpellier. 15 Fahrten. Das nehmen wir mal rein. Und dann nehmen wir dann. Ja. Genau, das nehmen wir erstmal mit rein. Dann gucken wir mal, wie das jetzt hier läuft. Achso, ich muss hier einmal einen Haken dran machen, genau. Ja. Und der eine, der nichts zu tun hat, der geht darauf. So. Und weiter geht's. So, dann fahren die nämlich jetzt erstmal hier hoch. Dann holen die nämlich das aus Boston hier nochmal ab. Zack, dann ist der Vertrag nämlich fertig. Und dann fahren die von Boston aus nach Montpellier. Und dann suchen wir uns jetzt was Schönes in Montpellier, was uns nach Boston zurückbringt, 15 Fahrten lang. 20 Fahrten, 15 Fahrten hätten mir mehr gefallen, muss ich sagen. Boston, New York City, 5 Fahrten zum Flughafen, okay. Washington DC, naja gut, 15 Fahrten nach Pittsburgh, das brauchen wir auch nicht. Dann nehmen wir halt die 20 Fahrten. Ist nicht weiter schlimm. Was machen wir denn da jetzt? 800 und, okay. Ja gut, der Boom ist ja raus, die Wirtschaft hat sich stabilisiert. Macht aber nichts. Also momentan sind wir finanziell ganz, stehen wir ganz gut da. Also mit unseren 6 LKWs, die wir haben, werden wir demnächst auch was ausbauen. Einer weiß nicht, was er machen soll. Das kriegen wir dem aber schon beigepoolt, was der dann machen soll. Und dann gucken wir jetzt mal hier, wie hier der Auftrag aussieht. 4 Tage hat er noch Zeit und er ist jetzt da. Der Auftrag ist fertig. Die Chemie ist das Kunde 3. Grades jetzt schon. Das bringt uns 15er Fahrten und das ist schon mal gut. Von hier nach New York, nach Boston, denn, achso, das aktualisiert sich erst noch, ne? Das kriegen wir dann aber durch. So, und dann ist der Auftrag hier, der ist, müsste auch bald fertig sein, ne? 2 Fahrten. Montpellier nach Pittsburgh, wenn die beiden jetzt da oben in Montpellier waren und dann wieder in Pittsburgh sind, dann sind die auch durch. Sehr gut. Das bringt nochmal richtig Asche. Na gut, ne, da 11.000 Abschlussprämie, aber dann ist der Auftrag erstmal raus. Und dann können wir uns für die Kühler was Schönes ausdenken, was wir dann machen. Wieso ist jetzt Pause? Weil einer schon nichts mehr zu tun hat, und zwar ist das er hier, ne? Ja, genau. Jetzt können wir uns für die Kühler was Schönes ausdenken. So, erstmal gucken wir jetzt hier nochmal bei den Aufgaben. Nach Pittsburgh sind wir 2 Aufträge rechtzeitig machen. Da schaffen wir hier ja ein. Das heißt, wir werden von Pittsburgh nach Boston, nach Detroit. Wir waren schon mal in Detroit, wir waren noch nie in Detroit, ne? Dann könnten wir nochmal nach Detroit fahren, oder? Nach Indianapolis oder nach New York City? Indianapolis wäre natürlich 15 Fahrten. Das ist relativ kurz für 17 Tage.
Und bringt pro Fahrt 2000 und einen richtig fetten Abschluss. Das nehmen wir auf jeden Fall. Und dann haben wir Indianapolis nämlich erschlossen. Und eventuell kriegen wir dann diese autoverrückte Stadt. Oder beziehungsweise ja, Indianapolis ist ja auch sehr autoverrückt. Stimmt schon. So, Montpellier Handelszentrum Nikolai. Da haben wir einen Auftrag erfüllt. Hier haben wir den Auftrag rechtzeitig abgegeben. Und dann gehen wir nämlich jetzt von Indianapolis, oder von Pittsburgh, hierher mit Kühler. Und vielleicht haben wir sogar was von Indianapolis. Das wäre dann natürlich jetzt der Hauptgewinn. Haben wir natürlich nicht. Gut, das ist schade. Das ist schade. Dann muss er jetzt erstmal den Auftrag. Dann müssen wir ein paar Leerfahrten machen. Die Abschlussprämie rechtfertigt auch die Leerfahrten. Muss ich dazu sagen. So, die Aufträge nach Montpellier, die werden hier, das ist fleißig in Arbeit. Indianapolis, wir haben dort Gordon Cars. Gordon Cars. Mit einem Löwen vorne dran, okay. Dann bringt Autos 361%. Das ist natürlich. So, dann haben wir hier Obst und Gemüse. Sehr gut. Das müssen wir beliefern, anscheinend. Vegetarians. Dort können wir Baumwolle mit dem normalen und Obst und Gemüse mit dem Kühler machen und dann Vieh am Ende. Dann haben wir hier Baba Young Health. Baba Gum Shrimps hätte ich jetzt eher gesagt. Gut, das bringt Plastik, Arzneimittel und Kraftstoff und Chemikalien. Das ist eine Chemiebude. Und Indianapolis selbst hat Post, Vorräte, gekühlte Waren generell und Gebrauchtwaren. Okay. Gut. Alles klar, dann haben wir jetzt Indianapolis und dann machen wir hier. Die Fahrten, die fahren wir einfach jetzt durch, egal. Dann müssen wir irgendwo einen anderen Auftrag nach Pittsburgh nochmal herbekommen, damit wir das hier fertig kriegen. So. Und hier gucken wir einfach mal, wie sieht es denn aus jetzt hier mit dem Auftrag. Da sind wir nämlich gleich durch. Genau, da wird es nämlich demnächst auch in die Pause laufen. Und dann gucken wir nämlich dann mal nicht kühler, sondern normale. Und dann gucken wir hier Boston, Boston. Das brauchen wir natürlich nicht. Genau jetzt haben wir den Moment erreicht, wo der Auftrag fertig ist. Wir brauchen was von Boston nach Montpellier und am besten wäre das aus der ganzen Elektrofabrik hier. Nicht hierher, sondern von hier nach Boston, 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 Charlotte, Detroit, Boston, Montpellier, 5 Fahrten. Das ist ideal, ja, in 3 Tagen, na gut, egal, war auch durch. So, wir wollen ja oben in dem Questmode weiterkommen, die Aufgaben weiter uns erarbeiten und eventuell bekommen wir dann noch irgendwo extra Bonus für jetzt mal eine Woche rum. Aber wie ihr seht, also finanziell haben wir uns jetzt nicht mehr allzu viel auszustehen. So, der holt der Erste da was ab, der Zweite holt was ab. Sehr gut, der Dritte holt was ab. Ah, es wird knapp. Also der muss jetzt zumindest noch, glaube ich, abholen, bevor der Auftrag durch ist. Was ist jetzt los? Ach, jetzt weiß wieder einer nicht, was er machen soll, genau. Der hier, nee, der darf jetzt mal nach Augusta zurückfahren. Und einer muss in die Reparatur. Was ist hier, beantrage Gehaltserhöhung. Oh, ja, komm. Kannst du haben. So, wer ist hier werkstattpflichtig? Du bist werkstattpflichtig, ne? Warum, dass er erst den Auftrag fertig fährt und dann Werkstatt macht. Könnte jetzt natürlich in die Hose gehen, ne? Aber er sieht so aus, als wenn er erst den Auftrag fertig fährt. Oder den schon angefangen hat. So, gut. Wir haben jetzt keine Aufträge mehr für unsere normal Befrachteten hier. Hätte ich bald gesagt. Also unsere Standard-Frachtcontainer. Aber wir haben den Auftrag fertig. Und jetzt sollen wir 2 Aufträge nach New York City rechtzeitig abliefern. Dann gucken wir doch mal in Augusta. Oder wir gucken einfach mal in Augusta nach Boston 20 fahren. Okay. Nach New York City hierher. Dann gucken wir mal. Augusta, New York City, 10 Fahrten in 11 Tagen. Das kann man doch schon mal machen. Gibt es hier noch irgendwas, was uns mehr Geld bringt? Moment, können wir denn. Hier haben wir Charlotte. Okay, hier haben wir Boston. Das bringt uns natürlich richtig Geld, aber 15 Fahrten in 5 Tagen, das ist ganz schön happig. Montpellier, New York City haben wir hier 5 Fahrten. Das ziehen wir erstmal rein. Das ist Chemiefahrt. Das bringt doch genügend Geld. Dann müssen wir dann auch maximal die ganzen Trucks dran bringen. So, und dann gehen wir mal von hier nach Montpellier. Haben wir da was Schönes, Kleines? Ah, haben wir da was Schönes, Kleines? Haben wir nicht. Haben wir so gar nicht. Das ist ja ärgerlich.
Gut, 5 Fahrten in 5 Tagen. Ja, aber New York City, Montpellier. So. 5 Fahrten in 4 Tagen, alles klar, ja. Da werden alle drei Fahrzeuge erstmal draufgesetzt. So. Und dann gucken wir hier mal beim Kühler. Achso, der hat natürlich den. Ja, der macht auch Freifahrten, ja, aber der Gewinn, den wir dort machen, der wird es einfach. Jetzt wäre so eine Garage ganz. So eine Reparatur ganz günstig. Aber die kommen auch wirklich alle zur gleichen Zeit, ne? Mit der Werkstattgeschichte hier. Das müssen wir natürlich auch noch durchziehen. Macht aber nichts. Weiß auch nicht, ob sich das denn wieder auf die über 30.000 Kilometer hochschaukelt oder nicht, ne? Werden wir dann sehen. So, wie sieht's hier aus mit unseren Normalfrachten? 3 Tage haben wir noch, 2 Tage haben wir noch. Okay, wir müssen die jetzt alle da hoch. Der liefert ab. Der hat die Fahrt gemacht. So, der macht. Achso, jetzt haben wir schon die ersten, die keine Fahrt mehr machen können. Sehr gut, der ist durch. So, jetzt hat es irgendwas Geld gekostet. Das war wahrscheinlich die Reparatur. Und der Auftrag ist auch durch mit den Kühlern. Okay, dann brauchen jetzt unsere Kühler natürlich neue Aufträge. Und zwar nach Pittsburgh, hierher, Kühler. Da würde ich ganz gerne. Oh, jetzt haben wir hier sogar was, Indianapolis. 2 Fahrten. Ja, dafür, ne? Der Gabi ist ja mindestens einer als hier hinten. Kühler. Pause. Kühler. Und ab dafür. Beide eigentlich hier hinten sein, aber gut, weiß man nicht. Gut, in 4 Tagen soll das fertig sein. Ah ja, hier ist der. Okay. Der macht dann natürlich eine merkwürdige Fahrt jetzt. Naja, egal. Kriegt er aber auch hin. So, 300.000 haben wir jetzt so über. Meine Herren. Puh. Ah, das Geld geben wir in der nächsten Folge aus. In dieser Folge machen wir jetzt erstmal noch die Aufträge fertig hier. Wieso ist der Auftrag noch nicht in. Fertig werden, hätte ich gesagt. Ja, jetzt haben wir ihn erfüllt. Na toll. Alles klar, okay. Gut, wir brauchen noch einen Auftrag von Augusta nach New York. Nicht kühl, sondern so, genau. Und auch nicht hierher, sondern von hier. Charlotte, Boston, Indianapolis, Miami, Minneapolis, Montpellier, New York City. 10 Fahrten in 11 Tagen. Guck mal rein da. Und dann New York City. Nicht Boston, sondern Augusta. New York City, Detroit, Boston, Boston, Charlotte, Charlotte, Chicago, Chicago, Pittsburgh, Washington, Washington. Will wieder keiner. Mano, haben wir 10 Fahrten nach Boston, eine Fahrt nach Boston, haben wir 3 Fahrten nach Boston. In 2 Tagen, das ist mehr als kurz. Von hier nach Boston in 5 Tagen. 4 Fahrten, das machen wir. Mal. Ja, und alle, die wir haben, da drauf. So. Dann kann es losgehen. Weil Chemie da hinbringen, das ist natürlich auch so ein richtig schöner, lukrativer Auftrag. Das ist das, was ich eigentlich pendeln möchte, ne? Von hier nach da, oder beziehungsweise sogar vielleicht als Endlosvertrag haben möchte, dass wir da regelmäßig Geld einnehmen. Dass wir Elektronik hinbringen und Plastik weg. Natürlich Arzneimittel wäre mir noch lieber, aber da brauchen wir die Kühler für. Da brauchen wir irgendeinen guten Abnehmer. Also da müssen wir mal gucken, wie wir das mit den Kühlern hinkriegen für die Arzneimittel. Ab wann bietest du mir denn Arzneimittel eigentlich an? Die bietest du mir doch schon an, ne? Oder? Daueraufträge, Arzneimittel bietet er mir schon an hier, ja, 130 bringen die hier. Das Plastik bringt 39, das ist natürlich immerhin schon ein bisschen was, aber ne, 130% für Arzneimittel ist natürlich richtig heftig. So, wer hat jetzt hier nichts zu tun? Welcher Fahrer hat jetzt hier nichts zu tun? Der Kühler hat nichts zu tun, weil er, ja, nichts zu tun hat. Alles klar. Hm. Die Zeit wieder los hier. Du möchtest gerne repariert werden? Dann machen wir das doch. Wie haben wir denn jetzt sowieso, die überhaupt zur Reparatur müssen? Ja, der muss bald, der kommt als nächstes, dann kommt der noch. Gut. Naja, wird es ein Reparaturmonat. Ist nicht weiter schlimm. Das stört mich jetzt nicht so doll. Gut, hier, das machen wir dann, das kriegen wir auch hin, okay.
Wie viele Fahrten? Das ist ja einmal alle einladen. Ist denn mein Kühler überhaupt jetzt? Kann ich überhaupt mit dem Kühler in Indianapolis sein? Von hier gekühlt ist, kann ich nirgendwo fahren. Ne? Da habe ich nichts freigeschalten. Okay. Kühlerplan. So, da haben wir es doch. Wir könnten nach Charlotte fahren. Eine Fahrt mit ihm. Ach, er fährt ja nach Pittsburgh noch. Alles klar. Dann Pittsburgh. Von Pittsburgh nach Albuquerque 4 Fahrten die Woche. 5 Fahrten, sagte ich hier. Nach Boston. Pittsburgh, Boston. Gekühlte Waren. Gekühlte Waren, gekühlte Waren, gekühlte Waren. Was bietest du mir an? Was bietest du? Könnte denn Pittsburgh mir noch anbieten? Achso, ganz kühler, gar nichts, ne? Wir müssen irgendwas hinkriegen, dass wir hier noch. Das Ding hier vielleicht eventuell noch. Hierher. Und hier Naples gekühlte Waren. 5 Tage, 3 Fahrten. Na, ja, da der eine in Reparatur ist, wird das gerade nichts. Aber sonst wäre das kein schlechter Deal gewesen, ne? Von New York City hier in die Chemiefabrik was bringen. Und hier oben würdest du mir den später mal anbieten. Hierher, New York City, Indianapolis. 3 Fahrten in Neutagen, Arzneimittel. Das machen wir. New York City nach Indianapolis. Das 3 Fahrten in 9 Tagen, das kriegen wir durch. Und dann Arzneimittel. Guckt euch den Auftrag an. Eine Fahrt bringt 12.000. Eine Fahrt bringt 12.000. Das ist genau das, wofür wir da sind. Das ist das, wo ich sage, okay, den Auftrag, da kann man sich so richtig mal reinhängen und dann kann man den hier nämlich den auch gleich dann da draufsetzen. Dann fährt er nämlich von hier aus schon los. Das läuft ja richtig super. Ja, was fasst dann noch aus, als wenn wir einen Plan hätten. Gut. Wir haben jetzt die 17 Minuten gleich voll. Wir werden jetzt hier den Auftrag New York City mit den 4 Fahrten. Das werden wir noch. Welcher Auftrag war das jetzt? Achso, das ist der alte gewesen. So. Da haben wir einen Auftrag noch fertig erfüllt. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach Augusta, genau, und dann nach New York City. Haben wir jetzt irgendwas, was aus New York City nach Augusta führt? Moment, guck mal hier, hierher, normale Waren. Boston, Pittsburgh, Boston, Augusta, Augusta. Nein, haben wir leider nicht. Schade, schade, schade. Dann gucken wir, ob uns hier New York City irgendwas Schönes anbietet. Wo wir was hinbringen können. Vorräte auf dem Müll. Was soll das? Vorräte Plastik nach Boston. 5 Fahrten in 5 Tagen. 4 Fahrten nach Indianapolis. Nee, eine Fahrt. 3 Fahrten New York City. Ja, komm hier. Dann nehmen wir die 3 Fahrten da rein. So. Ich hoffe, dass es kein Durcheinander bringt. Wie sieht es hier aus? Achso, dass der nächste LKW, der in die Werkstatt darf. Möchte. Gut. Das haben wir noch abgeschlossen und jetzt müssen wir bloß noch einen Auftrag nach New York rechtzeitig abschließen. Da sind wir dabei. Und dann sollte im Quest-Mode, sollten wir dann weiterkommen und bekannter sein und vielleicht eventuell kriegen wir dann auch noch wieder ein wenig Interaktion mit unseren Fahrern oder unserem, wie hieß er gleich, Gordon? Vielleicht meldet er sich nochmal und sagt, haut mir doch einen Knüppel zwischen die Beine. Kann ja alles passieren. Vielleicht müssen wir auch noch irgendeine Konzession bezahlen oder irgendwas. Wir werden sehen. Gut. Das war eine Folge Transroad USA hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen.